Für dieses Mal habe ich mir ein paar Themen aufgeschrieben, über die ich mit euch sprechen wollte. Zum einen, was den Anfang des Yoga betrifft, und zum anderen, wie es dann weiterläuft, beziehungsweise auch zum Karma etwas, wenn wir dann dazu kommen. Weil auch ein paar Leute dabei sind, die erst ins Yoga einsteigen, möchte ich am Anfang ein paar Minuten Zeit dem widmen, dass ich euch erzähle, wo man beginnt, wie man weitermacht und solche Sachen, wie man richtig hier einsteigt. Im Grunde genommen gibt es zwei Verfahrensweisen. Also die Asana-Übungen, die wir immer machen, also die Übungen mit dem Körper, ist im Grunde genommen schon nach Patanjali der dritte Schritt des Yoga. Also gibt es hier zwei große Anfänge, wo man beginnt. Nach Patanjali eben beginnt man mit Yama und Niyama, mit ethisch-moralischen Richtlinien, die man einhalten sollte, bestimmten Gesetzen oder Geboten, dass man sein Leben danach aufbauen soll, hat auch einen bestimmten Hintergrund, weil wenn ihr euch seltsam benimmt sozusagen und das durch das Yoga beginnt, bestimmte Energien aufzubauen oder bestimmte anderen Energien anzuziehen, weil euer Potenzial sich dann dementsprechend ändert in die eine oder andere Richtung, dann kann es sein, dass ihr bestimmte Schwierigkeiten bekommt. Zum einen oder zum anderen kann es sein, dass ihr gar nicht so weit kommt, weil eben diese Kräfte, was zum größten Teil dann eure eigenen Begierden sind und eure eigenen Tendenzen sind, euch nicht weiter nach vorne lassen. Das heißt, man kann irgendwo im Yoga stecken bleiben. Deshalb hat es diesen Sinn und Hintergrund, dass man sein Leben nach bestimmten Prinzipien aufbaut, eben nach diesen Yama und Niyama Prinzipien. Dazu haben wir bereits einige Videos aufgezeichnet, das könnt ihr im Internet selber nachgucken, wenn euch das interessiert. Das sind zum Beispiel so Sachen, wie man, dass man keinen anderen Lebewesen irgendwie Schaden zufügt, dass man nicht lügt, dass man nicht stiehlt, dass man sich reinhält im Inneren und im Äußeren. Zum anderen sind auch Richtlinien dabei, dass man Selbststudium betreibt, was Yoga betrifft, was das ganze Universum, sage ich mal, betrifft und die Weltanschauung betrifft. Und dass man bestimmte Anstrengungen auch ausübt. Also was Tapas bedeutet, also es muss jetzt keine so schmerzhafte Askese sein oder es darf nicht unangenehm sein. Tapas bedeutet Anstrengung. Das ist ja überall so, wenn man etwas erreichen möchte, muss man sich anstrengen. Genauso im Yoga, vielleicht noch mehr als irgendwo anders, dass man sich hier auch anstrengen muss. Weil man muss verstehen, wenn ihr sozusagen ernsthaft Yoga praktiziert, wächst ihr energetisch hinaus oder wächst ihr in eine bestimmte Richtung, dadurch energetisch wie ein Keim, das unter der Erde durchbricht. Und ihr müsst durch bestimmte Schichten nach oben energetisch raus und diese Schichten sind, die bieten auch Widerstand sozusagen. Und diesen Widerstand gilt es dann für euch zu überwinden. Dieser Widerstand kann so auftauchen, dass ihr Schwierigkeiten, so kleine Schwierigkeiten im Leben habt, dass ihr zum Beispiel in die Bank fährt, um etwas zu erledigen, dann guckt ihr, wenn ihr schon dort seid, ihr hattet einen Termin, dass ihr irgendwie bestimmte Dokumente oder Papiere nicht mitgenommen habt, dann fährt ihr wieder zurück nach Hause, um diese Papiere zu holen, dann kommt ihr wieder zurück in die Bank, dann ist dort eine Riesenschlange, dann ist alles geschlossen. Das kann schon mal so sein, dass Sachen, die für euch nicht eigen sind, dann in euer Leben kommen, sozusagen, dass man vor bestimmten Hindernissen, genau das ist der richtige Ausdruck, dass man vor bestimmten Hindernissen stößt, die man überwinden muss. Man kann das natürlich wie eine Prüfung sehen, also inwiefern man es ernst meint. Weil wir haben ja gestern über eine bestimmte Prüfung auch gesprochen, wenn man zum Kampfsport geht, wird man ja da auch geprüft, auf Herz und Nieren, sage ich mal so, ob man jetzt neugierig hereingeht oder zum Thema herantritt oder ob man das tatsächlich ehrlich meint und ob man tatsächlich hier seine Schritte machen möchte und etwas erreichen möchte. Und da das Yoga ja nicht nur eine Sportart ist, sondern das ist ja, was unser ganzes Leben betrifft, unsere ganze Lebensweise und Lebensanschauung, werden hier die Prüfungen auch vom Leben gestellt sozusagen. Das kann sein, dass diese Prüfungen durch unsere Familie, Verwandten oder Partner irgendwie in Erscheinung treten und man muss halt mit diesen Sachen ja auch rechnen, und bestimmte
Standhaftigkeit und Durchsetzungsvermögen beweisen. Also die ersten vielleicht 3 Jahre, die ersten 2-3 Jahre wird es so sein. Also der erste Weg durch die Yama-Niyama-Prinzipien, dann geht es weiter zum Asana. Also was wir machen, das ist der Schritt 3 sozusagen oder die dritte Stufe. Das ist aber nicht so, dass man die ersten Stufen abgeschlossen und vergessen hat, sondern das bildet sich wie ein Baum sozusagen. Man hat unterschiedliche Aspekte im Yoga, unterschiedliche dann Verhaltens- und Lebensweisen zusätzlich zum Körpertraining und man bildet sich sozusagen dementsprechend aus oder wächst in eine bestimmte Richtung und wie ein Baum viele Äste hat und später auch Früchte trägt, so ist der eigene Yoga-Weg sozusagen wie ein Baum, der ziemlich vielfältig sein kann und den man auch so pflegen muss sozusagen. Der ist aber auf keinen Fall einseitig irgendwo, sondern wie ich schon sagte, hat ein sehr breites Spektrum und je nachdem wie eure psychische Verfassung ist oder eure psychischen Eigenschaften, sage ich mal so, oder Interessen, so könnt ihr diesen Weg oder diesen Baum entsprechend aufbauen, dass es für euch angenehmer, besser verständlicher ist, dass ihr das aufnehmen könnt. Das kann ja so sein, dass ihr mehr sportlich, athletisch seid, dann wird ihr mehr Hatha-Yoga üben, mehr Hatha-Yoga einbauen. Wenn ihr mehr zum Philosophieren tendiert und irgendwie zum Nachgrübeln, dann werdet ihr überwiegend vielleicht mehr Bücher lesen oder irgendwie Lektionen oder Vorträge angucken oder anschauen und durch so eine philosophische Herangehensweise bestimmte Sachen auch verstehen und dort darüber hinaus wachsen. Wenn ihr dann mehr ein, wie soll ich sagen, Herz, wenn ihr ein großes Herz habt und emotionaler Mensch seid, und dann könnt ihr das vielleicht über diesen Weg des Bhakti gehen, dass ihr generell durch so Emotionen, zum Beispiel Liebe und Hingebung an Gott und an das Universum, da herantritt, weil das Yoga ist im Grunde genommen Verbindung. Und wie ihr diese Verbindung schafft, das ist eure eigene Entwicklung und eure eigene Sache. Und deshalb wird euer Yoga-Weg auch von dem eures Nachbarn, Familie, Freunde und von allen anderen unterscheiden. Also das ist alles hier sehr, sehr individuell. Und danach, wenn wir den Weg des Patanjali schnell abarbeiten, dann gehen wir vom Asana, was wir alle praktizieren, dann kommen wir später auch noch ein bisschen näher darauf ein, zum Pranayama. Also wenn ihr die ersten Erfahrungen und Schritte in den Asana gemacht habt, dann geht ihr zu Atemübungen über. Das heißt, für Atemübungen müsst ihr ja lange sitzen mit einem geraden Rücken, damit es gut hinhaut und ihr müsst gute Energiekanäle haben. Und dazu ist ja dieser Bereich des Asana auch da, dass ihr den Körper vorbereitet für lange Sitzungen sozusagen. Dass euch die Beine nicht so schnell einschlafen, dass ihr bewegliche Hüftgelenke habt, bestimmte Sitzpositionen, dass ihr durch bestimmte Übungen auch euren Rücken stabilisiert, dass ihr lange aufrecht sitzen könnt. Das hat auch den Hintergrund, weil durch euch bestimmte Energien fließen, von unten nach oben, von oben nach unten. Und diese Energien fließen schlechter, wenn man sich verkrümmt oder irgendwie schief sitzt. Zum anderen ist es auch so, wenn man die physische Seite betrachtet, sieht man die Wirbelsäule wie ein Münzstapel ungefähr. Und wenn dieser Münzstapel schief und die einzelnen Münzen versetzt sind, das vergleicht man mit unseren Wirbeln, mit den einzelnen. Wenn der Münzstapel versetzt ist, dann kippt er leicht und kann umfallen. Und damit er nicht umfällt, haben wir unser Muskelkorsett und die Muskeln halten diese Schieflage, dass der Körper nicht umfällt. Okay? Wenn ihr diesen Münzstapel, also die Wirbelsäule, aufrichtet, senkrecht, dass sie nicht umfällt, dass sie nicht zur Seite zieht, müssen die Muskeln nicht arbeiten. Das heißt, die Muskeln bleiben entspannt in diesem Fall, es wird weniger Energie verbraucht durch Muskelarbeit und es ist für euch angenehmer. Also Patanjali beschreibt es auch so, dass die Asana stabil sein soll, die soll angenehm sein. Also als Asana beschreibt eine stabile, angenehme Körperhaltung. Und das war so in dem Sinn. Patanjali hat in seinem Werk die Yoga-Sutren das ziemlich kurz gehalten, alles ziemlich kompakt gehalten. Und man muss dann selber verstehen, was er eigentlich tatsächlich damit meint. Natürlich gibt es auch für das Sitzen, für Meditieren, verschiedene Methoden, zum Beispiel der ganz normale Schneidersitz, den alle beherrschen, einfach mit gekreuzten Beinen, das ist
die erste Variante, heißt Sukhasana. Sukha bedeutet auch angenehm, also die angenehme Pose. Danach gibt es die Siddhasana. Siddha bedeutet mystische Fähigkeiten, beziehungsweise auch die vollkommene Pose, wird auch so übersetzt. Also wenn man die Fersen übereinander hat und die Füße in der Mitte, aber dazu müssen die Hüftgelenke schon ein bisschen mehr beweglicher sein als für die erste Position. Und von der Siddhasana heißt es in den alten Yogaschriften, dass sie alle Krankheiten zerstört, also wenn man in dieser Asana sitzt. Und diese Asanas haben diesen Hintergrund, dass wenn ich die Beine nach vorne habe, ist der Energiefluss anders, als wenn ich die Beine zusammenziehe. Dann ist der Energiefluss im Körper anders. Und dieser veränderte Energiefluss bringt auch das mit sich, dass bestimmte Krankheiten auf energetische Weise zuerst oder auf energetischer Ebene zuerst beseitigt werden. Und wenn es in der Energie passt und im Kopf passt, dann gehen die physischen Krankheiten auch weg, nach und nach. Wenn man jetzt das andersrum betrachtet und man möchte irgendwo seine physische Krankheit und sein physisches Leid beseitigen, aber auf der energetischen Ebene steckt eben die Ursache oder sogar auf seelischer Ebene noch tiefer drin, dann, wenn man die Ursache nicht beseitigt hat, kommt diese Krankheit trotzdem zum Vorschein nach und nach. Und man kann das so verstehen, wenn die Struktur des eigenen Wesens, so grob in drei Schritten, die Seele, dort sagt man, sind so die karmischen Programme drin. Also das Karma meines Stammes, mein eigenes Karma und die Lektionen, die Seele halt durchleben muss, sozusagen. Da ist ein Programm drin. Dann kommt die energetische Ebene, schreibt man ein bisschen einfach auf, damit es jeder versteht. Energetische Ebene. Dort sind so Programme oder Ursachen, was unsere Emotionen angeht, was unsere Gedanken, unsere Tendenzen, unsere Begierden irgendwo angeht, das ist alles die energetische Ebene. Und dort können auch bestimmte Fehler sein, sozusagen, im System, grob gesagt. Und von dort strahlt es dann auf die physische Ebene. Und wenn wir auf der energetischen Ebene irgendwo Schmerz oder Unwohl empfinden in unseren Gedanken, in unseren Emotionen, ist es noch nicht der Körper. Aber nach und nach, wenn das Jahr und Monate oder Jahre lang passiert, dieser seelische Schmerz irgendwo, bringt es zu einer bestimmten Veränderung unseres physischen Systems sozusagen. Dann beginnt der Körper sich zu verändern, entweder in seiner Haltung, weil man hat es auch bei Pflanzen so, glaube ich, ihr habt sogar so einen Test gehabt in der Schule, aber ich kenne das von Kindern, wenn die Kinder von ihren Eltern angeschrien, unterdrückt werden, dann verändert sich die Körperhaltung des Kindes. Das Kind geht dann so zusammen nach und nach, die Schultern gehen nach vorne und die Energie arbeitet hier vorne viel schlechter. Okay? Und daraus ergeben sich dann durch die falsche Körperhaltung mit den Jahren oder mit der Zeit dann physische Schmerzen oder physische Krankheiten, dass man lange Verspannungen hat, die wo länger andauern oder dann auch das Nerven eingeklemmt werden oder irgendwie die Bandscheiben zu Schaden kommen, eben durch falsche Körperhaltung. Aber der Ursprung kann, wie gesagt, sogar in der Kindheit sein oder in bestimmten schlichten Situationen, die man vor Jahren erlebt hat. Man kann natürlich auch bei der physischen Ebene anfangen und sich langsam hocharbeiten. Weil es gibt ja auf Russisch dieses Sprichwort, in einem gesunden Körper lebt ein gesunder Geist, sozusagen. Aber das Sprichwort geht weiter, das ist eine sehr seltene, soll ich sagen, das kommt sehr selten vor, dass auch der Körper und auch der Geist gesund und gut funktionieren. Und wenn es irgendwo in der Psyche was nicht stimmt, leidet der Körper darunter. Aber wenn es alleine am Körper zum Beispiel eine Verletzung oder ein Schnitt, sozusagen, wenn ich das nicht richtig aushalte und da entzündet sich irgendwas, dann ist es ja auch ein ständiger Schmerz, dann wirkt das auf meine Psyche. So können irgendwo die Schaden oder Verletzungen des Körpers, die nur auf der physischen Ebene stattfinden, sich auf die psychische Ebene auswirken, wenn es langwierig ist und langjährig strahlt. Also muss man alle drei Ebenen sozusagen berücksichtigen und sich
den Heil oder die Ordnung auf allen Ebenen schaffen, sozusagen. Okay? Im Kopf, auf der emotionalen Ebene und auch auf der körperlichen Ebene. Und so heißt es, muss für das Yoga der Körper auch ideal gesund sein, sozusagen. Zum einen bringt das Yoga den Körper ideal gesund, zum anderen braucht ihr dafür einen ideal gesunden Körper, sonst könnt ihr das einfach nicht praktizieren. Zum Beispiel, ihr wollt eine Atemübung machen, die eine halbe Stunde dauert. Und ihr habt Probleme mit dem Rücken zurzeit. Und dann setzt ihr euch hin und nach 5 Minuten beginnt das irgendwie wie zu tun. Und ihr dreht euch und eure ganze Aufmerksamkeit, die Richtung Atemprozess gehen soll, Richtung Körperkontrolle gehen soll, eure ganze Aufmerksamkeit ist dort irgendwo im Rücken. Und dann hat es keinen Sinn, so lange zu sitzen und so lange zu leiden. Und die ganze Atemübung hat keinen Erfolg. Okay, deshalb gibt es auch eine andere Herangehensweise zum Yoga. Also man fängt nicht bei den ethisch-moralischen Prinzipien an, nicht bei Yama Niyama, sondern bei der Reinigung und bei der Heilung des Körpers. Dass der Körper vollkommen in Ordnung ist, dann kann man in das Yoga tiefer einsteigen, sage ich mal so, wenn ich keine Ablenkungen mehr habe, wenn der Körper einwandfrei funktioniert. Und das Hatha Yoga Pradipika empfiehlt es so, dass man zuerst Reinigungstechniken anwendet, also diese Shatkarma sind 6 große Bereiche, die die Reinigung des Körpers betreffen, dass eben die physische Ebene gereinigt wird. Wenn die physische Ebene rein ist, wer gefastet hat oder Shankar Prakshalana gemacht hat oder andere Kuren, wo man sich den Darm und das Verdauungssystem reinigt, der weiß, dass es auch den Kopf reinigt. Also je reiner es hier unten ist im Verdauungssystem, desto bessere, hellere und reinere Gedanken habe ich dann automatisch. Und wenn ich reinere, bessere Gedanken habe, heißt es, ist mit meiner Energie es besser, sozusagen der Zustand der Energie ist besser und die Seele kann sich auch dann besser fühlen. Weil in der Bibel steht sogar, der Körper ist der Tempel für die Seele. Und wenn der Tempel verdreckt ist, sage ich mal, durch irgendwelche Intoxikanten, Alkohol, Zigaretten, Drogen und falsche, ungesunde Ernährung, dann geht es der Seele in diesem Tempel auch nicht gut. Da wenn er krank, kaputt ist sozusagen. Wenn der Tempel gut funktioniert, sauber ist, gesund ist, dann geht es der Seele dort auch gut, dann fühlt sie sich nicht krank und eingeengt in diesem Tempel. Okay, und so könnt ihr auch das berücksichtigen, also diese Herangehensweise, dass ihr den Körper reinigt in den ersten vielleicht Monaten oder Jahren, dann wird das Yoga auch besser funktionieren. Und meiner Erfahrung nach ist der Körper wird dann auch beweglicher. Also wenn man den Darm ausspült durch die Shankar Prakshalana, durch die Yoga-Technik, wo man zum Beispiel Salzwasser trinkt, bestimmte Übungen macht, das Wasser unten ausleitet, werden die Hüftgelenke, die Beine beweglicher. Okay? Und mit einem klareren Kopf heißt es, dass unsere Grenzen, eigentlich die Grenzen der Beweglichkeit, sind in unserem Kopf, in unserem Bewusstsein. Also dass sie in diese und diese Lage nach vorne kommt, bestimmt nicht der Körper, bestimmt unser Bewusstsein. Weil es gab bestimmte, es sind nicht unbedingt Experimente gewesen, sondern Tatsachen, wenn ein Mensch K.O. geht oder bewusstlos wird, dann kann man den zusammenklappen und in den Koffer reinstecken oder in eine kleine Kiste reinstecken. Dann ist er beweglich vollkommen. Und sobald der Mensch da drin in dieser Kiste wach werden würde oder wieder zu Bewusstsein kommt, dann reißen alle seine Sehnen. Weil das Bewusstsein, solange, wenn es wieder in den Körper tritt, entfaltet den Körper wieder sozusagen und bringt ihn in eine bestimmte Form. Und weil das Bewusstsein das nicht kennt, so zusammengefaltet zu sein, dass der Körper zusammengelegt ist, reißen bestimmte Bänder und die Gelenke kommen zu Schaden auch in dem Fall. Okay, versteht ihr dieses System? Und so, dann gibt es noch einen anderen Experiment oder Test, von dem ich gehört habe. Wenn man zum Beispiel sich ganz verkrümmt, so eine ganz komische, schwierige Pose einnimmt. Und man muss dann vom Boden 10 Münzen aufsammeln, ohne dass man diese Pose, dass man diese Knoten auflöst sozusagen, dass man ganz schief und krumm. Die ersten 10 Münzen aufzuheben wird schwierig sein, heißt es, und danach wird es immer und immer leichter. Und wenn man sich gewöhnt, in so einer Pose zu arbeiten, sozusagen, wenn man 1000, 10.000 Münzen so aufhebt, kommt man sehr schwer in seine natürliche, normale Form wieder zurück. Also das Bewusstsein und der Körper haben diese Information gespeichert und diesen Normal- oder Nullzustand, der ist wieder schwer zu erreichen.
Also so versteht man oder dadurch versteht man, dass eigentlich alles im Kopf ist. Und dann gab es vom Shiva, da gibt es ja diese Serie auf Russisch und aus Indien ist diese Serie, und da lernt er seine Parvati die Positionen nicht, dass sie sich anstrengt und zieht irgendwo, sondern er sagt ihr, so erlernst du die Position nicht, du musst im Geist, du musst das im Geist öffnen, du musst das im Geist zulassen, dass dein Körper beweglich ist und dir das so vorstellen. Und dann funktionieren die Körperübungen auch besser. Es ist sozusagen, anders ausgedrückt, wenn man an sich glaubt, dass man etwas schafft, dann schafft man das auch. Wenn man an sich zweifelt, dann ist es irgendwo, ist der Zweifel ein sehr großes Hindernis und man kommt weniger und viel schlechter zu seinen Zielen. Okay? Das sind die Hintergründe. Wenn ihr jetzt Neueinsteiger seid, was macht man als Neueinsteiger? Wo geht man denn hin oder wie praktiziert man Yoga? Oder wie habt ihr angefangen? Das ist so eine Frage an euch. Was habt ihr? Ihr habt Yoga kennengelernt, zum Beispiel heute, an einem Tag, Dienstag zum Beispiel, und die nächsten 3-4 Monate, wie sind die verlaufen bei euch? Praktiziert. Wie? Die Yogaschule gegangen. Wohin? Kurse. Ah? Kurse. In die Kurse, in eine Yogaschule, genau. Yogaschule oder Yogastudio. Okay. Oder gibt es andere Möglichkeiten? Ja, ich habe Internet. Im Internet gibt es genug Videos, genug Material, wo ihr anfangen könnt, praktizieren könnt. Genau. Ich habe dich kennengelernt und dann nach den Videos, was ich von dir bekomme. Genau, genau. Die Videos, die im Internet sind, sind auch eine gute Basis oder Möglichkeit, dass man jetzt kein Lehrer irgendwo in der Nähe suchen muss oder kein Studio suchen muss, weil es heißt ja, man stellt es aus Erfahrung fest und nicht nur aus dem Yoga, dass bestimmte Leute, bestimmte Lehrer oder Meister mit bestimmten Leuten eine bestimmte Verbindung haben. Und das heißt, wenn zwei Yogalehrer in der gleichen Stadt eine Schule haben, dann hat der eine Yogalehrer nur seine Schüler, die nur zu ihm gehen würden und würden zum anderen auch nicht gehen, weil die zu ihm keinen Bezug oder keine Verbindung haben. Und der andere Yogalehrer hat seine eigenen Schüler. Okay? Und so kann es sein, dass euer Yogalehrer oder euer Meister irgendwo nicht gerade in der Nähe ist oder ihr nicht gerade in der Nähe von ihm seid. So könnt ihr über Videos praktizieren, dank dem Internet und anderen Technologien von heute. Bringt ihr das Yoga sozusagen zu euch nach Hause. Dann gibt es auch natürlich so Live-Übertragungen, was wir auch anstreben und vielleicht starten möchten, dass wir täglich, nicht täglich, sondern einmal in der Woche vielleicht oder alle 2 Wochen, das über Livestream anbieten. Das hat diesen Hintergrund, wenn ihr zum Beispiel praktiziert, ihr kommt spät abends nach Hause und ihr müsst in der Nacht sozusagen praktizieren. Und der Yogalehrer ist irgendwo in einer anderen Stadt und schläft gerade. Und ihr tauscht ihr über das Video mit dem Yogalehrer Energie aus oder ist gerade beim Einkaufen und ist unter sehr vielen Leuten oder ist in einer schlechten Energie gerade. Und wenn ihr gerade mit dem Video praktiziert, tauscht ihr eben diese Energie aus. Und wenn der Yogalehrer zusammen mit euch in Echtzeit praktiziert, so wie in einem Studio oder so wie bei einer Live-Übertragung, dann ist der Effekt und das Resultat schon ein bisschen anderer, weil der Yogalehrer mit euch zusammen auch diese Energie bestimmt aufbaut und ihr tauscht diese Energien aus. Natürlich sind die Videos eine sehr gute Möglichkeit auch. Ich habe das in meinen ersten Jahren sogar auch genutzt, dass ich über Video praktiziert habe. Ich habe viele verschiedene Videos von verschiedenen Yogalehrern ausprobiert und hier mal ein Element rausgenommen, dort mal ein Element herausgenommen. Und so kristallisiert sich dann mit der Zeit und mit den Jahren so ein bisschen ein eigener Stil. Okay? Also ich würde euch raten, verschiedene Yogalehrer auch trotzdem anzuschauen, wenn ihr einen besonders gut findet. Auch andere mal angucken, weil andere Leute haben auch interessante Sachen zu erzählen und die wissen Sachen, die zum Beispiel, wo ich nicht weiß. Okay, dass ihr nach und nach, wie ich das angesprochen habe, dass nicht nur bei mir ein eigener Stil existiert, sondern dass bei jedem von euch so ein bisschen eigene Abfärbung dann da ist. Weil dementsprechend, wenn ihr vielleicht nach einigen Jahren eigener Praxis euch überlegt, eine eigene Gruppe irgendwo aufzubauen, bei euch in der Stadt mit ein paar Freunden Yoga zu praktizieren. Also das kann im Grunde genommen jeder von euch. Also ihr müsst jetzt nicht gleich jahrelang eine Yogalehrerausbildung machen, sondern wenn ihr das Interesse habt,
und auch die Motivation habt, dann sagt ihr, ich kenne schon bereits ein paar Übungen und ich kenne einen bestimmten Ablauf und irgendwo, dass ihr rausgeht in den Park oder in die Natur oder irgendwo im Garten, dass ihr mit zwei, drei Freunden so eine Yogastunde anleitet und durchführt. Weil es wird ja so sein, wenn ihr dazu kommt, irgendwann werden die Freunde von euch oder die Leute, die dann mitmachen werden, sowieso das Potenzial ein bisschen unter eurem sein. Weil ihr seid schon einen kleinen Schritt immer voraus. Und so könnt ihr ohne irgendwelche Bedenken eine kleine Gruppe aufbauen um euch herum, weil die Leute sowieso ein bisschen weniger wissen wie ihr. Und so wächst ihr dann mit der Gruppe. Also ihr müsst keine Scheu haben oder Angst haben, dass ihr dann auf einmal Leute, dass Leute zu euch kommen, die jetzt sehr gut sind und eine sehr große Erfahrung haben, dass die besser wie ihr seid. Also das wird in den wenigsten Fällen passieren oder vielleicht gar nicht passieren. Und sogar in diesem Fall, wenn einer schon länger praktiziert wie ihr, gibt es vielleicht auch irgendwo einen Kern oder eine Idee, die wo ihr besser versteht und wisst als die anderen. Als einer, der zu euch in die Gruppe gekommen ist, der aber schon 10 Jahre und einen super Spagat hat. Weil im Grunde genommen geht es ja auch um das Bewusstsein. Um die Tatsache, dass man durch das Yoga das eigene Bewusstsein und das Bewusstsein der Leute verändert. Also es geht nicht hier um den besten oder den schönsten Spagat sozusagen. Bei mir war das ja auch so, dass ich eher für mich angefangen habe die ersten Monate und dann hatten wir auch so eine Feier in der Natur geplant. 2012 war das und ich habe mich da auch irgendwie berufen gefühlt dazu, dass ich in dieser Gruppe Yoga mache. Und bei mir war das so, dass ich ein bestimmtes Video, also ich habe nur ein Video, obwohl es sehr viele Videos gibt, habe ich daheim nur mit einem Video praktiziert, aus diesem Hintergrund, dass man das auswendig lernt. Dass man dann, wenn man draußen ist, ohne Internet und ohne seinen Computer, mit Freunden dieses Video abarbeiten kann. Und das ist eigentlich eine sehr gute Herangehensweise. Und danach, wenn man einen bestimmten Set oder Ablauf, also das kann man auch Set auf Englisch nehmen oder ein Komplex, einen bestimmten Ablauf auswendig gelernt hat, zum Beispiel der, wo 1,5 Stunden dauert und diesen auswendig kann, fast im Schlaf kann, das hat 2 Pluspunkte. Zum einen könnt ihr auf diesen dann bestimmte andere Asanas aufbauen, also modifizieren. Wenn ihr das dann durchmacht, könnt ihr ein paar Asanas weglassen, dafür andere einbauen. Okay, und so baut ihr nach und nach aus diesem einzelnen Set eine Variation auf in eurem Kopf und lernt selber zu variieren. Zum Beispiel ein Ablauf mit, dann nehmen wir mal 30 Asanas. Ihr kennt das auswendig. In der einen Woche verändert ihr eine Position von hier aus. In der anderen Woche verändert ihr 2, 3 Positionen. Okay, versteht ihr? In der dritten Woche verändert ihr noch ein bisschen was. Und so lernt ihr für euch diese Abläufe und lernt bestimmte Variationen, also je nachdem nach eurem Befinden. Zum anderen hat es diesen positiven Hintergrund, wenn ihr mal später spürt, ich muss jetzt praktizieren, ich muss jetzt was machen, weil es ist ja eine Bewusstseins- und Körperveränderung oder Energieveränderung vor und nach der Stunde. Und ihr habt nach der Stunde immer einen bestimmten Level und dieser Level fällt dann mit der Zeit nach unten. Je nachdem, was ihr macht, kann er schneller nach unten fallen oder er kann langsamer nach unten fallen. Er fällt schneller nach unten, wenn ihr einkaufen geht, in die Arbeit geht, wenn ihr durch die Großstadt geht, ist der Potenzial schnell aufgebraucht und ihr müsst es wieder aufarbeiten. Wenn ihr dann in der Natur bleibt, für euch zu Hause bleibt, in Ruhe bleibt, habt ihr dieses Potenzial etwas länger. Und so hat ein Yoga-Praktiker irgendwo sein Mittelmaß und weiß, ich muss jetzt praktizieren, ob ich will oder nicht. Weil wenn ich jetzt das nicht mache, dann fällt mir mein Potenzial ins Minus hinein, wenn ihr eh schon auf 0 seid. Also zum Beispiel, euer Normalzustand ist 10, ihr seid bei 0. Wenn ihr jetzt nichts macht, geht ihr minus 2, minus 5 nach unten. Und diesen auswendig gelernten Komplex oder Set, den ihr Monate für Monate oder Jahre lang durchgezogen habt, könnt ihr dann in diesem Fall durchführen. Weil der Körper und die Muskeln haben auch irgendwo ihr Gedächtnis. Und auch wenn ihr in einem sehr müden, schlimmen, schlechten Zustand seid, wird euch dieser Komplex helfen, den ihr sehr, sehr lange und sehr oft gemacht habt. Okay, das ist der zweite Pluspunkt. Und ab irgendeinem Zeitpunkt
wird das sehr aktuell sein für jeden, okay? Um nicht in diesen energetisch, um nicht ins Minus hinunterzufallen. Gut, dann könnt ihr natürlich auch, also neben den Videos, wie wir schon angesprochen haben, irgendwo ein Studio aufsuchen, einen guten Lehrer suchen oder mehrere Lehrer ausprobieren, und wo ihr euch besser und wohler fühlt, dort könnt ihr dann weiter praktizieren. Natürlich gibt es auch Leute, es gibt die sehr wenig, aber trotzdem die, wo zu keinem Yoga-Lehrer gehen, die, wo auch nicht über Videos praktizieren, die stellen sich ihre Programme selber zusammen. Entweder die haben diese Übungen und Asanas irgendwo im Video gesehen, oder es gibt auch so Kataloge oder Lexikone zum Beispiel mit unterschiedlichen Asanas, und man baut sich für sich selber ein Programm zusammen. Okay, und so kann man dann auch praktizieren im Alleingang. Aber im Alleingang ist es immer schwieriger, weil jeder von uns hat, wie man so auf Deutsch sagt, irgendwo diesen inneren Schweinehund. Es ist leichter in der Gruppe zu praktizieren, und es ist leichter, wenn man sozusagen angeführt und angeleitet wird in der Praxis. Also jeder Mensch, wie ich schon sagte, von uns ist anders, und jeder hat dann eine andere Herangehensweise, dass man vorankommt und weiterkommt. Gut, und nach einigen, sage ich mal, das ist jetzt so ziemlich der Anfang, die Asanas, leichte Atemübungen, und nach 3-4 Jahren wird es dann interessanter sozusagen. Es wird ernsthafter, ein bisschen schwieriger, aber dadurch auch interessanter. Gut, das war der erste Teil. Habt ihr zu diesem Abschnitt irgendwo Fragen noch? Oder Anmerkungen? Ja? Naja, oft kommt man aus einer anderen Richtung, wie du bei Kampfsportler, genau. Judo, Tai Chi, Don Tai Chi, und dann hat man so den Konflikt, beides, das eine ist entscheidend. Richtig, das ist auch eine sehr gute Frage. Wenn man irgendwo anders herkommt, sage ich mal, wenn man Tai Chi oder Qigong früher praktiziert hat, man möchte jetzt mit Yoga anfangen, man muss irgendwo schon seine Priorität gesetzt haben. Also entweder bleibe ich im Tai Chi und das Yoga ist nur ein kleiner Ausgleich für mich, oder ich steige ins Yoga über und das Tai Chi bleibt so ein kleiner Ausgleich für mich. Im Grunde genommen ist das mit diesem Ausgleich sehr, sehr gut und positiv. Wo ich sehr viel Kampfsport unterrichtet habe, war das Yoga für mich auch ein sehr guter Ausgleich, weil man kann nicht immer so einseitig trainieren, und wenn man noch ein anderes System verwendet, dann ist es gleichermaßen gut.